Servus Leute und willkommen zurück zu Prisoner Architect. Ja, mir ist ein bisschen was aufgefallen. Ich kriege gerade meinen Timer nicht gestartet. Moment, erstmal konzentrieren. So, folgendes. Wir haben ein kleines Problem und ich werde vermutlich hier noch ein bisschen was umbauen. Denn folgendermaßen... Was laber ich? Folgendes ist das Problem. Ich habe hier hinten eigentlich diesen Teil für die niedrige Sicherheitsstufe geplant. Aber ich habe damit ein kleines Problem. Denn, wie soll man das jetzt sagen? Ja. Wenn die Gefangenen hier ankommen, hier oben, müssen die durch das gesamte Gefängnis laufen, damit sie hier unten reinkommen. Das ist an sich nicht so geplant. Das wollte ich gar nicht. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so verlegen soll, dass ich den Eingang hier unten her mache. Das wäre ziemlich viel Arbeit, weil dann nämlich das ganze Zeugs hier nach oben wandert. Wobei, eigentlich könnte man das so machen, dass man das hier zum Beispiel lässt... Und dann den Besucherraum hier unten hin verlegt und die Kantine und Küche nach oben. Das würde gehen. Dann haben wir aber auch wieder das Problem, dass das hier irgendwie so ein bisschen ungünstig liegt. Also irgendwie ist das alles gerade so suboptimal. Ich weiß nicht, was ich da machen soll draus. Das ist mir ein bisschen suspekt. Ich frage mich gerade wirklich, wie ich das mache. Weil an sich will ich den Eingang tatsächlich hier hin machen. Ich weiß allerdings nicht, wie. Gut, das ist das große Problem an der ganzen Sache, ne? Ich meine, wir haben hier unten Platz, das ist nicht das Problem. Und das Gebiet ist ja eh noch nicht genutzt. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Ich weiß halt echt noch nicht genau, wie ich das mache. Ich mache jetzt erstmal kurz noch im Planungsmodus. Wenn wir das hier so machen, dass wir hier... Schließen wir mal hier ab. Hier ist eh noch Mauer aus unerfindlichen Gründen. So. Okay. Dann hätten wir ja hier quasi... Wie machen wir das? Dann mache ich hier so den Eingangsbereich? Nee. Ja doch, kann man mal machen. Hier so den Eingangsbereich. Der dann hier hinten durchgeht. Also das... Ja doch, das muss auch bleiben. Wobei, eigentlich nicht. Da kommt ein Zaun drum. Weil ich will das anders haben, so ein bisschen. Und wenn man das als Eingangsbereich hier nutzt... Ich will auf jeden Fall wieder so eine Schleuse haben, deswegen... Das wird sogar ganz gut passen mit den Türen hier, ne? So, ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Das ist ja nicht... Ist das gleich groß? 11 mal 10 und 11 mal 10. Das ist tatsächlich gleich groß. Das ist perfekt. Okay. Wie gesagt, ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Ich bin gerade nämlich völlig verwirrt, weil ich nicht genau weiß, was ich machen soll. So. Unten die zwei Zellen müsste man dann wegmachen, weil dann müsste man dann irgendwie durchkommen hier hinten durch. Oder man macht das so, dass man die Zellen hier wegmacht. Es würde auch gehen. Dann wäre hier so ein durchgehender Gang. Es wäre vielleicht ein bisschen besser, ne? Wenn wir das hier quasi so machen, dass das hier... Dass hier die Zellen wegkommen. Dann kommen wir hier rein. Das ist auch blöd. Dann müsste der Besucherraum hier oben hin. Huch. In etwa so. Dann haben wir hier oben vielleicht noch Platz für ein paar kleinere Räume. Eventuell können wir da ja das Zeug dahin ziehen. Das wäre möglich. Ich sehe hier nichts mehr, weil die Küche mit den Fliesen und dann sieht man nichts mehr von der Planung. Das ist immer ein bisschen suboptimal. Moment. Die bleiben ja einfach so. Die können wir lassen. Wenn wir das dann quasi komplett umdrehen einmal, dann haben wir hier oben dann Platz für Küche und... Naja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Für Küche und Dingens. 17 mal 10 und hier 17 mal 10 Meter. Okay. Das wäre in der Theorie möglich. Das könnte man tun. Könnte man die Schleuse hier sogar lassen. Das wäre echt praktisch. Müssten wir nur irgendwie das halbe Gefängnis gefühlt umbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Weiß ich jetzt nicht so gerade. Dann müssten wir hier eine Tür rausmachen, die dann hier reinführt. Mit der hatte ich die Route, ne? Dann bauen wir hier noch zwei Zäune rein, damit man hier nicht raus kann. Wobei, das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ich will jetzt nicht 3 Stunden planen. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Ich baue jetzt erstmal hier unten vermutlich den Eingang, den zweiten.
Das machen wir mal offen hier. Das ebenfalls. Die, da muss erstmal ziemlich alles weg hier. Das baue ich dann neu. Die Kamera. Das, genau. Bauen wir das mal kurz neu. Ja, dann sind keine Lampen mehr. Warum sind hier oben Lampen und hier nicht? Ach so, weil hier schon mal ein Raum war. Okay. Mache ich das mal so. Das alles mal demontieren. Dann machen wir hier erstmal den neuen Eingang hin. So. Sollte die nicht eigentlich locked open sein? Danke. Oh Mann, hey. So, meine Arbeitsbienchen kommen hier auch gleich. Oh Mann, ich bin echt gespannt, wie das wird. Das kann ich mal löschen, das brauche ich ja dann nicht mehr. Ich meine, das ist ja jetzt hier eh schon so ein Raum, wie er sich gehört. Machen wir mal hier einen Holzboden rein am Eingangsbereich. Kann man mal tun. Dann muss ich nur schauen, dass ich das hier erstmal abtrenne. Eine Gefängnistür nach oben in den Besucherraum. Und dann schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Tatsächlich bin ich da sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Erstmal den Eingang, verlegen. Dann können wir nämlich hier oben die Kantine draus machen. Also zumindest mal hier oben den Teil als Kantine deklarieren. Ich kann das ja dann so machen, dass ich den... Das ist auch doof. Ich mach das hier oben mal folgendermaßen. Wir ziehen den Gang hier durch. Dann ist zwar das im Gefängnisbereich, aber das ist gar nicht so tragisch, glaube ich. Okay. Dafür muss ich erstmal hier eine Wand ziehen. Ich mache das auch erstmal so, dass ich das hier als Gang mit verbinde. Das muss jetzt so gebaut werden. Das ist jetzt nicht sonderlich sinnvoll, aber das wird schon. Ja gut, sinnvoller wird es nicht, aber gut. Dann muss ich hier aber auch eine Tür reinbauen. Das war falsch. So bitte. Die kommt weg. Es ist jetzt hier Großumbau-Folge mal. Und das wird vermutlich die nächsten paar Folgen so jetzt Großumbau hier stattfinden. Dann geht es hier nochmal weiter. Dann müssen wir das ein bisschen verkleinern und umlegen hier. Das ist an sich auch nicht das Problem. So, hier haben... Ach, perfekt. Das ist ja ganz nett hier. Gut. Was zur Hölle machen die hier hinten? Reiß mal das bitte ab. Ich habe das Gefühl, es sollte nicht so sein, dass die Gefangenen hier rumgammeln. Das ist irgendwie nicht so ganz Sinn der Sache. So, hier die zwei Eingangstüren. Wobei ich, glaube ich, gerade nur eine platziert hatte. Warum auch immer. So, Metalldetektoren aus dem Gefängnis raus müssen auch noch irgendwo hin. Das ist gerade so ein bisschen auch das Problem. Aber wir haben, ja, 12.000 haben wir noch. Das ist nicht sonderlich viel, leider. So, ich könnte mal ein bisschen beschleunigen. Ich meine, das ist jetzt gerade, Gefahrenstufe ist nicht sonderlich hoch. Ich werde jetzt aber mal eine Razzia machen. Einfach aus dem Grund, dass wir eventuelle Tunnel entdecken können. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob da nicht irgendwas passiert. Kann durchaus sein. Könnt ihr die vielleicht mal das Ding hier abreißen? Irgendwie hatten wir... Ja gut, die sind vermutlich jetzt da oben beschäftigt, ne? Ja, das hatte ich mir gedacht. Das ist jetzt ein bisschen doof. So, hier muss leider noch ein Fundament rein. Das müssen wir auch noch irgendwann auskleiden hier, wenn wir mal übriges Geld haben. Was wir meistens nicht haben, aber gut. Und hier oben haben sie irgendwie die Mauer... Ach doch, versuchen sie ja dann nochmal, okay. Ja, können sie ja raus, ne? Genau. Benötigt Eingang, ihr habt einen Eingang, Jungs. Das ist gar nicht komplett offen, das Ding hier. So, hier ist offen, das passt. So, die Eingangstüren sind da. Perfekt. Könnt ihr mal hier noch Holzboden reinklatschen. So. Dann wird das abgerissen. Das abgerissen. Da kommt ja dann Lieferung, Abfall und das ganze Zeugs hier hin. Ach, guck mal, in einer Stunde kommen 16.000. Ja gut, das können wir gut brauchen. Machen wir das ein bisschen weiter nach oben, dann können wir die Abfallzone auch hier nutzen. Und ja, ich weiß, die Küche braucht eine eigene Abfallzone, die wird, und eine eigene Lieferungszone. Die, jawohl, das bringt auch nicht so viel. Ich muss mir da mal was überlegen, wie ich das mit der Küche mache. Weil eigentlich bräuchte die auch direkten Zugang zur Abfall- und Lieferungszone. Das ist aber nicht so einfach.
Wobei, eigentlich ist das ja hier so, dass so da. Ich weiß jetzt nicht, wie das abläuft. Wenn hier Besucher kommen, kommen die auch über die Lieferungszone rein oder gehen die einfach irgendwie in irgendeine Tür rein? Weil das, dann könnten wir das sozusagen als Haupteingang machen, aber das hier als Lieferungs- und Abfallzone belassen für die Küche. Das wäre vielleicht nicht mal so schlecht. Das muss übrigens weg. Da möchte ich nämlich den Zaun hier nehmen. Das stört mich gerade nämlich, dass das hier nicht passt. So. So, und da haben wir die Subventionsabschlüsse. Und jetzt werde ich gleich mal von den Subventionen hier die 5000 investieren, damit wir in wie lang? 168 Stunden dann 16.000 bekommen. Das ist, naja, ich sag mal nichts dazu. Die Ernährungserforschung läuft ja noch und interessanterweise stört das meine Gefangenen scheinbar recht wenig. Was mich ein bisschen wundert, denen geht's zu gut. Scheinbar. So, hier Gehweg. Kann man mal so machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ich das lasse. So, haben wir die Zäune hier. Ich könnte auch das rüberziehen, dass ich da. Also man kann hier auch weiterbauen. Man kann dann so Straßentore bauen. Das würde auch gehen. Aber das ist gerade irgendwie nicht so mein Ziel. So, Lampen bräuchten wir vielleicht noch ein paar. Wäre vielleicht ganz nett, hier ein paar Lampen hinzustellen. Und dann können die Räume hier schon mal. Da machen wir Lieferungen hier vorne hin. Und die Abfallzone hier ist jetzt nicht sonderlich groß, reicht aber normalerweise, zumindest momentan. Könnt ihr hier vielleicht mal den Zaun hinbauen? Ich wollte den schon. Nee, da nicht. Aber ich wollte den schon da haben. So, eine Lampe noch. Ja, können wir dann. Mittig geht's nicht, dann machen wir die hier hin. Ist ja egal. Reich ist ja eigentlich recht egal. Wie gesagt. So. Die lasse ich mal stehen. Das ist mir momentan recht egal. Gut, dann können wir das hier oben entfernen. Die zwei Zonen können dann weg. Warum auch immer hier so eine freie Stelle war, das ist mir nicht so ganz klar. Aber gut. Es hat halt die Küche jetzt trotzdem keinen direkten Zugang zur. Naja, mein Gott. Kann ich das eigentlich abreißen hier? Ja gut, dann müssten wir hier den Dreck nehmen. Damit diese Gehwegplatten hier wegkommen. Die sehen nämlich irgendwie ein bisschen fehl am Platz aus hier jetzt. Und ich muss auf jeden Fall die Servomotoren hier abbauen. Das mache ich jetzt gleich mal. Die brauchen wir ja unten. Hier lasse ich sie mal, da ist es jetzt noch nicht so wichtig. Ach, guck mal, das ist auch alles fertig. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Hier können sie aus unerfindlichen Gründen nicht hin. Ich weiß nicht genau warum. Ihr kommt doch hier hin, WTF. Jetzt könnt ihr die Wand bauen, oder wie? Ich verstehe euch nicht. So, hier ist irgendwie das Fundament verkackt worden. Das ist ein bisschen doof. Zieht doch mal hier jetzt das Fundament hier. Ihr habt doch hier einen Eingang und Ausgang, alles. Das passt doch. Ja, manchmal ist das ein bisschen seltsam hier. So, Sicherheitsbüro ist dann da. Ja, Fundamente innen drin zu ziehen ist immer ein bisschen. Naja, nicht sonderlich schön, sag ich mal. So, dann haben wir das verlagert. Nee, das wollte ich nicht. Ich bin gerade irgendwie ziemlich langsam, ne? Aber die ganzen Dinger kommen mal weg. Da haben sie sie schon demontiert. Dann können wir die auch hier drüben wieder ranklatschen. Das war nix. So, und dann hier so. Und dann hier brauchen wir hier auf jeden Fall noch Türen. Man soll ja da auch irgendwo wieder rauskommen. Und die Servomotoren drüber. Sollten wir ja noch welche übrig haben dann. Dann kann das erstmal normal werden. Das ebenfalls normal. Dann passt das ja schon. Hier ist dann der Besucherraum. Ich habe jetzt hier eine kleine Schwachstelle geschaffen. Vermutlich, weil die hier direkt in den Eingang können. Dann mache ich die mal kurz locked. Man weiß ja nie, was die Gefangenen so treiben. Aber ich glaube, Aufstand ist ja gerade eh nicht. Wobei geht. Ein bisschen. Ernsthafte Beschwerden. Was habt ihr denn für Beschwerden, Jungs?
Bedürfnisse, Essen. Ja gut, das wundert mich weniger. Wir haben ja gerade unser Essens-Research-Dingens hier. Und hier benötigt das Ding schon wieder. Das nervt mich echt. Dass das hier nicht funktioniert. Ich fürchte, ich muss da das so ein bisschen planieren, dass das hier geht. 22.000 haben wir. Ist nicht sehr viel, aber geht. Hier ist jetzt irgendwie so. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, fuck. Ich glaube, ich habe das Kabel getrennt. Ja, ich habe das Kabel getrennt. Das war nicht so gut. Baut das Kabel da wieder hin, schnell. Danke. Das war jetzt nicht sehr vorteilhaft. So, hinten sind überall die Servomotoren. Die müssen wir jetzt kurz mal verbinden. Mit dieser Türöffnungsdingens hier. So, das ist echt praktisch hier. Gut, das ist jetzt der Eingang mehr oder weniger. Oh, ich brauche hier Kameras, fällt mir gerade so auf. Weil sonst sehe ich hier ja nichts. So, machen wir hier mal zwei Kameras hin. Ich hoffe, die reichen von... Obwohl, ich glaube, wir haben einen neuen Monitor gebaut, ne? Ja, wir haben einen neuen Monitor gebaut. Das passt ganz gut. Den brauche ich nämlich jetzt auch. So, wir bräuchten hier theoretisch dann nochmal Metalldetektoren. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ernsthafte Beschwerden, unnötige Durchsuchung. Ja, ernsthafte Beschwerden wird gerade erfüllt. Immer mit der Ruhe. Sinkt auch schon wieder. Ist nur kurzzeitig, weil die halt jetzt hier schlechtes Essen bekommen. Ich muss auch echt mal schauen, wie das wird. Also 97% ist, geht ja dann auch. Wird ja dann langsam. Und dann kann ich auf die hohen Essen umschalten, mehr oder weniger. Das passt dann schon soweit. Jetzt muss ich nur anfangen, hier davon die Ding zu verlegen. Das ist echt blöd, dass das nicht geht. Ich kann vielleicht mal versuchen, wenn ich hier jetzt zwei Türen baue. Ich glaube, kann ich die hier vielleicht auch bauen? Mal schauen, was passiert. Es muss, sollte sich halt jetzt irgendwo mal bauen. Das ist das Problem. Ich hoffe mal, das tut es jetzt irgendwie auch. Ah, scheiße, jetzt habe ich das Fundament wieder abgebrochen. Ja, das backt teilweise schon recht rum, muss man sagen. Das backt teilweise echt rum. Also mit den Fundamenten ist das echt so eine Sache. Da weiß man nie so genau, wie man das macht. Es ist echt blöd, wenn man hier sowas reinflicken möchte. Ich hätte das nicht tun dürfen. Ich hätte das eher mit Fundamenten bauen sollen. Es ist jetzt blöd. Ja, jetzt bauen sie aber wieder was. Wird's jetzt? Nein. Ja, ihr seht das Problem, ne? Ich muss also hier quasi das planieren. Das ebenfalls. Das müssen wir leider jetzt machen. Hilft mir gerade anderweitig nicht weiter. Wobei, das ist, da ist eh schon nichts mehr scheinbar. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Das ist jetzt echt kacke hier. Weil das halt... jetzt habe ich quasi das Spiel verbuggt. Mehr oder weniger. Das muss weg. Die Tür kann auch mal weg. Die ebenfalls. Ja, 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 ist gut. Mann, wie mache ich denn das jetzt? So, hier oben ist erstmal der Zugang weg. Oder der muss weg, mehr oder weniger. Hier, die müssen mal demontiert werden, die Türen. Jetzt haben wir natürlich dann ein kleines Sicherheitsrisiko, weil hier nur eine Tür ist. Die da rumkrebst. Ich bin schon wieder bei 18 Minuten, ich sollte einen Cut machen. Mache ich gleich. Hier wird demontiert, okay. Mach mal bitte die Tür noch weg, dass ich die Mauer setzen kann. Wieso sind die gerade eigentlich so langsam? Kommt mir so langsam vor, wo wir fünfmal sind. Von der Geschwindigkeit her. Okay, das haben wir erfüllt, dann können wir das gleich mal umstellen. Alter, jetzt mach doch mal die Tür da oben weg. Ich weiß nicht, was die da manchmal... Na gut, ich habe ihnen zu viel Aufgaben. Die ist gar nicht auf demontieren, okay. Ja, dann war es meine Schuld. Tut mir leid. So, irgendwie ist hier nichts passiert momentan, weil wir gerade so am Umbauen sind. Aber das Spiel ist nicht aber von heute auf morgen gleich gespielt. Das ist, da braucht man ein bisschen Geduld für.
blöd ist, weil ich brauche jetzt wieder eine separate Schleuse für die Küche da oben, aber die hatten wir ja eh. Insofern passt das schon. Die muss ich dann nur, kann ich, na, die kann ich nicht nutzen, weil die zu weit unten liegt. Jetzt hätte ich die genutzt, aber das geht leider nicht. So, das kann weg. Dann kann hier eine Mauer rein. Wie hatte ich denn das gebaut? Ist das hier eigentlich schon halb getrennt? 9x19. 9x19, perfekt. Einwandfrei. Haben wir hier zwei frei und dann noch eine Wand dazwischen. Okay. Gut. Das wird dann... Jetzt müssen wir erstmal die Kantine verlegen, wie gesagt. Aber ich brauche hier noch einen Zwischenraum. Scheiße. Das habe ich gar nicht beachtet. Wobei, eigentlich könnte man den Eingang der Kantine hier unten auch hinmachen. Dann nutzen wir doch die Schleuse. Die ist aber ein bisschen klein. Das stört mich etwas. Ich mache jetzt aber einen Cut. Man sieht sich in der nächsten Folge im Übermorgen. Und bis dahin, Servus.